Und dann gucke ich mal. Ich hätte so eine Vermutung, was ein Fläschchen kostet. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Spende, Marco James. So, und wir bauen jetzt hier nämlich mal El Schlaucho hin. Oder El Hub. Und an den Hub könnten wir später dann so einen Schlauch anbauen, um das mit dem Ding zu verbinden. Und vor allen Dingen Lampen, um hier so eine. Also meine Überlegung wäre, hier so eine Art Flutlichtmast aufzubauen als Landefläche. Dass man was gut anpeilen kann. Aber das ist für die Zukunft. Ich will jetzt eigentlich gerade erstmal nur diesen blöden Port loswerden. Ah, okay. Ich muss den Schraubenzieher natürlich auch ausrüsten. Da kann man dem Spiel jetzt wenig Vorwürfe machen. Zack. So, das Ding steht. Die Verbindung mache ich jetzt erstmal nicht. Aber was ich jetzt mache, wenn ich mit dem Ingenieur schon mal hier bin. Ich baue den Krams da ab. Also da oben die. Den Probecore und so. Und die Antenne. Wobei ich fast überlege, die Antenne könnten wir eigentlich dran lassen. Als zweite Antenne. Neben dem Hauptgerät da. Also, dass wir die hier im Nahbereich benutzen. Und dann, jetzt lass mich mal gucken. Und die hier so nah wie möglich verschiebt. Und dann die hier nimmt und sagt, dreh die mal nach hinten raus, dann können wir die an einer Stelle anbringen, oder? Oh shit, ich hab nicht. Gerade noch zu greifen gekriegt. Ich hab nicht festbauen gemacht, sondern sie nur hingehalten. So. Ja, sehr, sehr gerne. Geht auch weiter mit der Unterhaltung und dann wahrscheinlich auch. Wieder mit 1,5 Atü auf dem Tacho, wenn der neue Whisky dann zur Verfügung steht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Wahrscheinlich einfach zack. Oh ja, immerhin 50 Material Kits und nochmal 0,50. Naja, keine Unmengen, aber immerhin Material Kits. So, und jetzt gab es hier noch die Verbinderports. Die werde ich jetzt mal vorbereiten. Könnte mit der ACS-Düse problematisch werden? Nö, ich glaube nicht. Das müsste eigentlich hinhauen. So. Ich will die Teile haben. Dankeschön. Close. So. Oh, Absturz. Die sind auch echt schwer. Die sind echt schwer, die Teile. Guck mal. Nur weil ich die Dinger eingesteckt habe, fliege ich auf Minmus so wie auf Duna eher. Also fast gar nicht mehr. Groß was mit Fliegen. So, zack, dann machen wir das zu Fuß. Das hier ist aus. Gut, also ich würde jetzt sagen, wir bauen uns einfach mal. Hier sind ja scheinbar schon die Anschlüsse für die Batterien. Dann können wir doch einfach auch noch einen Anschluss für den Treibstofftransfer legen. Und ich glaube, hier sieht er ganz gut aus. Schön unter dem Stromanschluss. Zack. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen im Moment erstmal. Wir verbinden einmal hier die Kiste und dann da hinten die Kiste. Entschuldigt bitte. Dann müsste das auf jeden Fall gehen. Dann haben wir ja auch nicht kilometerlange Kabel hängen. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Gut, dann machen wir es doch erstmal direkt. Das ist dann wohl eher für die Flexo-Tubes gedacht. Na gut, der Gedanke war schön, aber da müssen wir irgendwas anderes hinbauen. Auf jeden Fall brauchen wir mal so einen richtig beleuchteten Landeplatz. Da stimme ich euch zu.
wo man sehen kann, wo man hinfliegt gerade. So, hier geht aber bestimmt so ein Port ran, oder? Ja, sehr schön. Gut, und jetzt gucken wir mal, ob wir den so weit ziehen können. Vielleicht haben wir Glück, dass ich meine, das sind keine, was sind das, 30 Meter maximal? Vielleicht klappt es ja. Lalala. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir laufen auf dem Minmus rum und versuchen Dinge miteinander zu vertüdeln. Im besten Falle sogar erfolgreich. Also bis hierhin klappt das ja schon mal ganz gut mit dem Landeraumschiff. Wenn wir jetzt noch... da waren sie wieder, meine 15 Probleme. Schade eigentlich. Okay, wir brauchen irgendwo hier ein Zwischending. Also der steht da schon nicht falsch. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, wie man da einen Port ansetzt. Keinen Bock, den da drin zu versenken, ehrlich gesagt. Aber wir müssen jetzt mal einen ausprobieren. Hilft ja nichts. Okay, man sieht ihn noch. Sehr schön. Dann ist ja alles gut. Okay, also nutzt uns der Hub doch noch was. So, Part 1. Und da müssten wir hinkommen. Können wir dann auch das Licht am Hub anmachen? Ja, das müsste gehen, sobald der verbunden ist. Dann haben wir nämlich schon mal so eine, ich sag mal, eine Leuchtboje außen stehen, wo man ungefähr hinfliegen muss. Die dann auch nicht gleich im Weltuntergang ist, wenn man die mal streift oder so. Zack. Ach, sehr gut. Dass sie zum Glück noch so ein Stückchen rausgucken, das macht es dann natürlich angenehm. Link. So. Ha, ha, ha. Und damit müssten wir es bis zum Raumschiff schaffen. Das sieht gut aus. La, la, la. Kabel wird abgespult. Und wir sind dort. So. Damit dürfte das jetzt ein Teil der Basis sein. Jawohl. Guck mal, und hier, das Ding hat nämlich, das war das, was ihr meintet, ne? Noch das Licht anmachen, das man hier sieht. Hier, Orientierungspunkt. Da würde ich später gucken, dass wir vielleicht noch mit so ein paar LEDs und so weiter und Auslegern halt gucken, dass wir hier, ich weiß nicht, ich hatte überlegt, dass man so zwei Stahlträger mitnimmt, an die man Scheinwerfer baut, die dann hier diese Fläche so beleuchten oder sowas. Vor dem Ding, dass man das da immer sauber ausgeleuchtet hat. Irgendwie sowas in die Richtung auf jeden Fall. So, in der Theorie und hoffentlich auch in der Praxis gibt es hier irgendwo Treibstoff zu holen. So, als allererstes Mal befüllen wir unseren Tank. So. Damit wir losfliegen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist auch mehr Liquid Fuel als Oxidizer drin. Da müssen wir mal gucken, wo das Liquid. Ach so, ja, stimmt, weil das eh unverhältnismäßig ist. Aber ist es nicht genau andersrum? Nee, doch, stimmt. Aber wieso ist der Oxidizer-Tank kleiner?
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber ist egal. So. Gut, hier ist nichts mehr drin, oder? Das hatte ich ja mal bereinigt. Hier ist alles gut. Im Container ist auch alles gut. Was haben wir hier noch irgendwo? Machinery. Wo ist über Liquid Fuel zu holen? Nur dort. Sehr gut. Okay, dann befüllen wir doch mal unsere Außentanks, soweit es geht mit der jetzigen Produktion. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich denke, voll kriegen wir die noch nicht. Oder? Das sind 315, 1200, doch. Oh. Das haut hin. Die kriegen wir, glaube ich, das erste Mal direkt schon voll gedengelt. Die Teile. Da befüllen sie sich. Seht ihr, wie sie sich aufblasen? Witzig. Total witzig. Dann können wir echt gleich den ersten Testflug machen. Oh, ist ein bisschen langsam, das Befüllen, muss ich sagen. Aber gut, das machen wir jetzt zum Glück. Kannst du noch die zwei Liquid- und Oxy-Converter anmachen? Ich guck gleich mal. Jetzt mache ich erstmal die Betankung, weil wenn ich jetzt irgendwas anklicke, fliegt mir das um die Ohren. Obwohl, es dürfte nicht reichen. Das sind ja. Obwohl, 315, ne? 315 sind 1200, 1260. Das hat man auf jeden Fall. Ja, doch. Könnte hinhauen. Und Oxidizer war tatsächlich ein bisschen mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, das ganze Ohr haben wir schon aufgebraucht, ne? Ja, tatsächlich. Also, alles, was wir so abgebaut hatten, ist jetzt auch schon durchgegangen. Ich werde das ISRU im Gegenteil, ich werde das jetzt erstmal ausschalten, glaube ich. Und Dankeschön an den Lord Sticky fürs Follow. Scheint das ICU dann erstmal stoppen, dass wir wieder Erz sammeln können, weil im Moment läuft das garantiert nicht unter Volllast, weil wenn ich hier mal gucke, sind wir bei 0 Ohr. Hat jetzt aufgehört? Schwachkopf. Hab ich gesagt, dass du aufhören sollst? Ich denke nicht, dass ich das getan habe. Ja, herzlich willkommen bei den Kubonauten und dir ganz viel Spaß beim Zugucken, Lord Sticky. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Also ich denke mal, oder ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt noch mit der Betankung so weit gerissen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Monopropellant mitnehmen können. Und dann ist eigentlich die Kiste auch erstmal auf Anschlag. Mehr Mining Rover, ich glaube gar nicht, weil es hat ja Zeit. Es ist ja nicht so, als ob hier jeden Tag ein Flugzeug oder ein Raumschiff langkommen würde. Das ging jetzt relativ schnell, das auch zu produzieren, muss ich sagen. Das waren jetzt 20, 30 Tage Produktion und ihr müsst mal gucken, was wir da mitnehmen. Also wir nehmen ja schon eine recht große Tankfüllung mit. Also wir haben ja die Rakete betankt und die Außentanks und guck mal, da ist echt Platz. Ja, Lord Sticky, und dann noch direkt hinterher, vielen lieben Dank für dein Abo. Viel Spaß weiterhin beim Zugucken und Dankeschön. So, ich mache die ISRU jetzt erstmal kurz aus, damit sich das mit dem Erz erholen kann. Genau, man könnte jetzt natürlich noch das Monoprop direkt machen, aber ich befürchte, das dauert auch einen Moment. Ich vermute nicht, dass das mal eben so schnell geht. Monoprop herzustellen. Naja, auf jeden Fall frisst es relativ schnell das Erz auf. Okay, aber lasst uns doch erstmal mit den einfachen Sachen anfangen. Und jetzt packen wir mal unseren Ingenieur. Der schnappt sich jetzt mal noch von dem lieben. Von dem lieben Kollegen die ganzen Bauteile. Deshalb haben wir den ganzen Budenzauber ja eigentlich gemacht. So, erstmal können wir das hier noch. Ah, da müssen wir das nicht gleich nochmal machen. Anlinken. Unlink. So.
Gut. Und dann. Einmal Jetpack. Vielen Dank. Sehr gut. Und dann bitte mal kurz zur Leiter. Beziehungsweise wir können uns jetzt. Und das war der Gedanke, denn man kann mit dem Ding wahrscheinlich jetzt richtig gut arbeiten. Wenn das alles von der Kollisionsbestimmung her jetzt passt. Weil ich mich jetzt einfach vor den Safe stellen kann. Und mir das Zeug einfach nehme, was noch drin liegt. Falls da noch was drin ist. Zack. Zack. Hä? Ja, das können wir auch mal alles aufeinanderlegen. Naja, gut, den ausgerüsteten nicht. Nachvollziehbar. Zack. Zack. Und hier ist garantiert auch noch was in seinem Inventory. Natürlich. Oh, das ist natürlich eins mehr, als ich Platz habe, ne? Gut, herzlichen Glückwunsch. In diesem Raumschiff bleiben euch zwei Ersatzschraubenzieher erhalten. Damit ich hier nicht nochmal herkommen muss. So. Also, Luis ist leer gebaut. Da sitzt eh keiner mehr drin. Dann kann ich mich nämlich hier zurückziehen. Und mein Zeug abliefern. Der Wissenschaftler kann sein Zeug auch abliefern, denn den komischen Hub hier unten habe ich ja jetzt leer geräumt. Dann wird Yannekai kurz umsteigen. Ich hatte Yannekais Mission angenommen, ne? Das gucken wir gleich noch. Nicht, dass wir Yannekai hier abziehen und Yannekai hat gar keine Zahnschmerzen. Das wäre ein bisschen peinlich, das nachher dem Arzt zu erklären, warum wir tausende Dollars ausgegeben haben, um jemandem zu erklären, dass es ihm eigentlich gut geht. Und er überhaupt keinen Arzttermin hatte. Zack, zack. So. Also hier kommt jetzt unsere SCP-Station rein. Wie gesagt, die bauen wir auch mal auf, aber ich würde sagen, das machen wir, wenn es hell ist. Das muss nicht in finsterster Nacht passieren. So. Gut. Hat der Luca seinen Teil getan? So, da. Ich hab ja mal ausnahmsweise sowas wie Leitern gemacht. Da oben, oder? Ist doch schön. Schön ist das in der Aussichtsplattform. Na gut. Voll ist es vor allen Dingen in der Aussichtsplattform. Wer wohnt da? Der Winter! Oh, ich weiß, wer auch noch mitkommen muss. Ich habe hier gar nichts verloren. Ich muss zurück ins Kerbal Space Center. Hallo? Ich fliege zusammen mit Yannekai ab. Habe ich gerade beschlossen. Ich sitze da in der Ausblickskuppel. Ich frage mich schon, alle fragen sich schon, wo ich bin und warum ich keine Dokumente unterschreibe. Habe ich mich schön auf Minmus selber vergessen. Ah, ärgerlich. So, ist das erstmal alles weg? Gut, dann können wir aber auch gleich mal den lieben Herrn Winter da rausholen. Der Winter, da versteckt er sich. Ja, Mensch. Ab nach Hause, junger Mann. Ab nach Hause. So, lang genug Sterne angeguckt. Der Taxi ist da. Was Weltraumherpes, Janneke? Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich frage auch einfach nicht, wie du die gekriegt hast. Ich kümmere mich einfach darum, dass du zum Arzt kommst. So, weil ich werde dafür bezahlt. Es hat nichts damit zu tun, dass ich möchte, dass du gesund bist. Es hat einfach was damit zu tun, dass mir jemand sehr viel Geld dafür zahlt, dass ich dich als Forschungsobjekt für irgendwelche wilden Weltraumkrankheiten abliefere. So, genau. Winter war mal auf Urlaub. Ich wollte mir auch mal Minmus. Ich musste das hier mal beaufsichtigen. Das ist ja, Treibstoffproduktion ist ja auch wichtig. Das läuft jetzt mittlerweile so gut, dass ich sagen kann, ich kann mich wieder in meinem Büro auf Körben zurückziehen und mich darum kümmern, die ersten. Ich muss ja jetzt auch dabei sein, wenn wir Duna erkunden. Ne? Die Information brauche ich ja, um dann die großen Planungen zu machen für die interplanetare Raumfahrt. Deshalb wird es auch echt Zeit, dass ich nach Hause komme. So, da kann unser lieber kleiner Wissenschaftler dann mal meine Hütte übernehmen. Ja, zack. Jawohl. Ich habe nämlich gehört, dass oben gerade ein Zimmer frei geworden.
Oh, wie schön man da durchsteigen kann. Das ist ja ganz hervorragend gebaut. So. Jetzt müssen wir Janneke da noch irgendwo rauskratzen. Ich glaube, der sitzt auch im großen Haus, wenn mich nicht alles täuscht. Oder die Janneke, oder? Janneke ist eine Frau gewesen. Meine ich. So. Die Janneke kann dann auch. Komm. Nicht keine halben Sachen hier. Nicht irgendwie rumdödeln, sondern rüber jetpacken. Gut, kurz bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Oh, da muss ich aber jetzt. Ah, warte mal, hier im Command-Pod müsste genau genug Platz sein für uns. Wir sind dann zu dritt. Das haut hin. Das haut hin. So, zack. Boarden. Sehr schön. Okay, das sieht gut aus. Jetzt gucke ich nochmal sicherheitshalber, bevor ich losfliege. Das war Moonbase. Medical Emergency on board of Minmus Base Alpha. Recover Yannickei. Sind wir gerade dabei? Yannickei Kerman ist an Bord. Winter kommt zur Beaufsichtigung mit. Ist natürlich alles nur, um hier die kranken Astronauten zu überwachen. Kerbonauten. Genau. Science Lab fehlt uns noch. So. Wir sind startklar, potenziell. Zack. Wir haben eine Thrust Weight von 1,45. Das haut auch genau hin. Das ist doch super. Guck mal. Wobei, ich habe die Triebwerke gar nicht an. Das kann gar nicht hinhauen. Ach so, das war noch an. Ich verstehe. Activate Engine. Das erklärt auch diese sehr eigenartige Thrust Weight. Die wollten auf einem Triebwerk losfliegen, die Vögel. So, wenn der Chef hier nicht alles selber kontrolliert. Also, wir haben unsere erste große Fuhre Treibstoff mit dabei. Strom geht langsam alle. Wird Zeit, dass wir starten zur Raumstation. Set as target. Jawohl. Gut, dann müssen wir jetzt mal warten, dass die hier rumkommt. Ich hoffe, dass uns vorher nicht der Strom ausgeht. Wir verbrauchen den nämlich ganz schön schnell. Dann fliegen wir da jetzt gleich noch hin. Und dann können wir das Shuttle losschicken. Dafür ist es ja da. Ich glaube, das reicht auch. So, und dann müssen wir so ungefähr in Richtung. Was ist das? West? Südwest? Irgendwo da so hin starten. Ungefähr. Also will ich jetzt auch keine Wissenschaft draus machen, aber. So. Wir machen erstmal Orbit. Das Target sehen wir eh gleich. Und ich lasse den Luis fliegen. Ich mache mir einen ruhigen oben und gucke mit Janneke aus dem Fenster. Sieht man auch, Luis sitzt unten im Keller. Und wir. Oh, da fällt mir noch was ein. Toggle Ground Taper. Released. Dann startet sich's auch leichter, habe ich gehört. Und los. So, Beinchen rein. Und ab geht die wilde Fahrt. Irgendwo da müsste mein Target kommen. Hoffe ich. Ah ja, nee, das ist Dingsbums. Ich glaube, dass hier irgendwo mein Target kommt. Also da hinten kommt es tatsächlich, das meine ich. Aber mein Anti-Target müsste irgendwo hier auftauchen eigentlich. Ah ja, gar nicht mal so schlecht. Okay, Start läuft. 352 Delta V ist auch machbar, wenn auch ganz schön knapp. Das Schöne ist jetzt natürlich, wenn irgendwann mal was schief geht bei so einem Transport, haben wir jetzt die wundervolle Möglichkeit, einfach diesen bescheuerten Reservetank aufzumachen und loszudengeln. Oh, wir müssen ein bisschen höher gehen, glaube ich. Oder? Sonst wird das hier ein bisschen flach. Mit die Bode. So. Ah, sieht das gut aus. Also, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich mich mal irgendwie verschätzen sollte, kann ich einfach sagen, ich mach mal einen der Transporttanks auf oder zwei. Also wahrscheinlich besser zwei, damit das gleichmäßig verbraucht wird. Und bediene mich daran, statt abzustürzen.
Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. 60 Meter, 250 haben wir. Das passt locker flockig, Freunde. Locker flockig. Unser kleines, vollgepacktes Gogo Gadgetto Tankmobil macht gerade tatsächlich seinen ersten Flug in Richtung Raumstation. Ich bin fast ein bisschen geschockt, dass das funktioniert, nachdem der erste so fatal in die Hose gegangen ist. Da hinten kommt sie und wir nähern uns auch im ersten Anflug direkt auf 4,4 Kilometer. Auch das schockt mich, mittelschwer. So, Bodenoperationen sind vorbei. Das heißt, wir können jetzt hier das Licht ausmachen. Sehr schön. Wir fliegen eine Tankfüllung zur Raumstation. Ich glaube, das ist ein schönes First, ein sehr wichtiges erstes Mal für Hardcore Colonization. Weil das hier wird ja unser Deep Space, oder soll ja mal unser Deep Space Gateway werden, wie es die NASA so schön nennt. Also die Stelle, von der aus wir Flüge in die Tiefen des Weltraums auf andere Planeten betanken. Und ich bin gerade ganz zuversichtlich, dass das funktionieren könnte. Da sind wir, da kommt die Raumstation. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in Retrograde-Richtung. Das müsste uns dann eigentlich noch eine bessere Annäherung bringen. Jawohl. Schieben uns das jetzt mal so ein bisschen zurecht, bis wir auf einer Entfernung sind, wo wir direkt uns um das Docking kümmern können. 1,9, 1,8. Sehr schön, ein paar hundert Meter. Bisschen überschossen sogar. Cool, das klappt. Das klappt sogar richtig gut. Also, hiermit ist offiziell der Pendelverkehr zwischen der Oberfläche von Minmus und der Raumstation von Minmus aufgenommen. Und wir haben einen ungefähr 10 Minuten Transfer, um den Sprit dahin zu bringen, wo er hin soll. Cool. Ach, wenn alles so einfach wäre. Da kommt die Raumstation. Vorbereiten zum Bremsen. Mal kurz ein bisschen Körperspannung aufbauen hier. Und bisher funktioniert das ja mit den Aufblastanks. Like a charm. Das könnte alles deutlich schlimmer sein, muss ich sagen. So, wir wissen jetzt auch, wo unsere Dockingstelle ist. Sehr gut. Wir sind ungefähr auf die Höhe dieses komischen Solarmoduls da. Ungefähr. Und stopp. Ach, guck mal, 186 Meter pro Sekunde haben wir noch Reserve. Und wir haben die Reservetanks noch nicht mal schief angeguckt. Die wahrscheinlich... Achso, das könnte man auch mal ausklappen mittlerweile, ne? Vielleicht lasse ich es auch einfach so, bis die Tanks leer sind. Das Ding muss ausgeklappt bleiben, glaube ich, in Zukunft. Das klippt tatsächlich so, wie es jetzt ist, an die anderen Dinge ran. Und ich habe auch scheinbar die andere Antenne verloren, wenn ich es richtig sehe. Gut, dann können wir die natürlich nochmal nach oben bauen, dann klippt sie auch nicht. Da muss nochmal ein Ingenieur ran. Die andere Antenne hat es irgendwie weggedödelt. Okay. So. Annäherung an die Raumstation, sieht alles richtig gut aus. Also das passt wie Faust aufs Auge.
Da können wir fast noch. Also doch, ich glaube, die Kiste kann. Das war natürlich so, wenn man das hat als i-Tüpfelchen. Wenn wir den Treibstoff abgeladen haben, müssten wir deutlich über 180 Delta V haben, weil wir haben jetzt noch 180 Delta V. Und über 8, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Über 180 Delta V heißt, auf gut Deutsch übersetzt, 180 Delta V ist das, was man braucht, um auf Minmus zu landen. Das heißt, wir wären dann wieder landefähig. Also ich glaube, ich würde mir trotzdem so ein bisschen Reservesprit nehmen, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie viel Delta V es wirklich sind nachher, aber. So, set as target. Dann drehen wir Freund Dockinggerät mal wieder dem zu, wo es hin muss. Zack. Da kommt auch schon die Reisetasche angeflogen. Die klippt an dem Landebein rum. Oh. Wie hat sie es denn dahin geschafft? Interessant. Also dafür, dass ich sie da oben angebaut hatte, interessant auf jeden Fall. Gut, kümmern wir uns erstmal um die wichtigen Sachen des Tages. Das Docking. Control from here. V, V, V. Oh, wir könnten mal. Das wäre natürlich mal. Wenn das klappen würde. Das wäre so cool. Oh yeah. Das ist natürlich richtig geil, dass das geht. Ah, ich muss euch ein bisschen klippen, damit wir was sehen, wahrscheinlich. Heute mal Docking aus der First-Person-Perspektive. Okay. So sieht das aus, wenn man quasi mit dem Äugchen über dem Dockingport sitzt und angezogen. Ah, nicht ganz perfekt, ein bisschen tiefer hätte ich noch gemusst, aber ist auch eine ungewohnte Perspektive. Gut, wir sind da. Wir sind angekommen und wir haben 180 irgendwas mit Sprit gerechnet im Tank. Jetzt machen wir das mal leer. Und schauen mal, was dann passiert. Ah, geil. Das lässt sich richtig schnell leer saugen. Hier oben geht das Tanken dann zumindest deutlich schneller. Puh. Jetzt die Antenne wieder da, wo sie hingehört? Echt jetzt? Ha, total witzig. Ja, das sollten wir dringend abbauen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. So, der liebe Winter und die liebe Yannekai werden jetzt mal per Crewtransfer aus diesem Raumschiff in ihren Übergangsaufenthaltsort verlegt. So. Nee, das hat nicht so richtig gut funktioniert, oder? Doch. Hä? Ist er jetzt da drin? Wo ist er denn jetzt? Internal View. Sieht aus, als ob er in der Trashcan sitzt, ne? Ja. Gut. Ja, ich glaube, die Antenne ist einfach nicht richtig dran. Ich glaube, die ist ja irgendwie nur mit Kaugummi befestigt worden oder sowas.
So, und Jannekai muss aber auch noch weg. Okay, irgendwie ist mein Inventar noch da. Naja, deshalb ja nicht ohne irgendwie alles mitzunehmen. So, dann muss da nochmal kurz ein Ingenieur ran und dann kann sich eigentlich das Shuttle auf den Weg machen, uns abzuholen. Denn wir wollen ja zurück nach Kerbin. Ingenieur, Ingenieur. Theo, da ist er. Ah, da kannst du, glaube ich, auch gleich bleiben. Guck mal, ist ja witzig. Hä? Das ist nicht gut mit der Antenne, glaube ich. Was ist denn Werkzeug? Ehrlich, Theo, ehrlich. Wenn die Leute hier nicht ihr eigenes Werkzeug mitbringen würden, ne? Dann wärst du aufgeschmissen. Theo. Ah, der Theo muss noch ein bisschen Arbeitsqualität üben, glaube ich. Oh, warte mal. Oder? Ja. Oder ich schimpf umsonst mit ihm, weil er es ordentlich im Schrank verstaut hat. Das kann natürlich sein. Huch. Was zur Hölle? Irgendwie ist es an mir jetzt festgebaut, ist das richtig? Ja. Ich mach das mal weg. Das hat ja so keinen Zweck. Oh, gereimt. Und würde dann lieber gucken. So, lass mich mal ganz kurz in den Free Mode. So, zack. Zack. Dass wir. Oh, wow. Nicht da lang. Ship-Manifest ist es. Ich habe mal Ship-Manifest hier noch nachinstalliert, damit ich die Kerbals im Stream umbenennen kann, wenn ich mich spontan entscheide, noch Besatzung dazu zu nehmen. Das war bisher immer so ein. Ich muss erstmal das Spiel neu starten und im Save-File rumfuschen und so. Und mit Ship-Manifest kann man das ein bisschen eleganter lösen, indem man es einfach im Spiel umeditiert. Und das hat halt als Nebeneffekt, dass dann. Solche Sachen. Zack. So. Solche Sachen wie jemand wird im Schiff hin und her oder zwischen den Schiffen hin und her, der checkt halt, ob man da eine Verbindung hat und sich da durchbewegen kann und sowas. Ja, was weiß ich. Irgendwie sowas. Das ist halt mit dabei. Nicht, deswegen habe ich es nicht installiert, aber war da halt mit dabei. So, jetzt machen wir ihn hier noch. Start klar. Kann er sein Werkzeug wieder abgeben. So, und dann geht's zurück in die Kommandozentrale vorne. Denn wir brauchen den Ingenieur, um sicherzustellen, dass wir sauberen Satellitenfernsehempfang haben. So. Gut. Testen wir mal eine Sache. Nee, die testen wir nicht. Was wir jetzt machen ist, wir schicken das Shuttle los, um Jannekai und Winter abzuholen und dann ist für heute Schluss. Also, das heißt, wir müssen einmal gucken, wo Kerbin ist und dann gehen wir zu unserer lieben Raumstation. Und jetzt kommt der erste echte, scharfe, tatsächlich medizinischer, notfallmäßige Einsatz unseres Kerbin-System-Shuttles, das wir vorbereitet haben, der Viper 1, die hier an der Raumstation angedockt ist und auf ihre Aufträge wartet. Ja, und die jetzt direkt ihren Jungfernflug kriegt, und zwar in Richtung Trommelwirbel Minmus. Jawohl. Ah, das neue Modul ist echt schön geworden. Jetzt können wir nochmal gucken, ob hier noch ein bisschen Sprit mitzunehmen ist für uns. Können wir uns ja direkt mal klauen. Ich meine, haben ist im Zweifelsfall immer besser als brauchen, habe ich gehört. Okay. Pilot ist an Bord. Jawohl, Jebediah ist startklar. Dann würde ich sagen,
Achso, nochmal letzte Pre-Flight-Checks mit ist noch Essen an Bord. Ach ja, die sind ja im Cargo Bay. Open. Okay, Essen ist genug drin. Keine blinden Passagiere. Dann ducken wir ab. Ein bisschen knapp. So. In diese Richtung, bitte. Gut. Weg von der Raumstation. Oh. Nicht ganz ungefährlich, muss man der Fairness halber sagen. Gut, und wir wollen nach Minmus unsere lieben Passagiere abholen, die sich mit uns auf eine kleine Reise begeben wollen. Habitation läuft. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nur einmal eine Anpassung. Um Minmus anzupeilen. So und so lange driften wir einfach gemütlich von der Station weg. Und dann werden wir nächste Folge Yannekai und Winter auf jeden Fall an Minmus auflesen. Und die nach Hause bringen. So, ich denke mal. Ja, das war gut geschätzt. Also sprich, wir bringen sie zur Kerbin Raumstation und dort können sie dann abgeholt werden mit einem Landeraumschiff für Kerbin. Hatten wir da schon was fertig gebaut? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Müssen wir nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall ist das hier ihre Abholung. Da hinten können wir 4 Passagiere mitnehmen. Und ich habe gehört, nachtanken kann man ja jetzt mittlerweile auch an der Kerbin, an der Minmus-Raumstation. Aber wir haben eigentlich genug Sprit, um hin und zurück zu kommen. Und uns hier wieder zu betanken. Aber wir können. Ich meine, Minmus produziert Sprit. Warum nicht? Ne? Hier ist es halt immer wegschnorren von Resten. Was aber auch nicht schlecht ist, weil dann die ollen Bauteile mal abgekoppelt werden können. Also hat auch alles ein Gutes. So. Sehr schön. Dann schauen wir nochmal. Da ist Minmus. Dann müssen wir fast einen Orbit rum, würde ich sagen. Halbe Stunde, bis wir starten können. Oder bis Jebediah starten kann, um den Boss abzuholen. Und unsere kleine Krankheitsbacke. Oh, schöner Treffer. Ah, es reicht, glaube ich. 240, 218. War gerade irgendwas mit 217. Whatever. Korrekturen machen wir später. Cutie. Das heißt, in 30 Minuten geht's los. Also, letzte Funkübertragungen werden scheinbar schon rübergeschickt, dass das Shuttle unterwegs ist. Und dann sind wir in. Neun Tagen, also eine Woche brauchen wir schon, um rüber zu fliegen.
Da wir es ja relativ ruhig angehen lassen. Drüben, um unsere Kranken und den Boss abzuholen, um nach Hause zu fliegen. Eine schöne Aufgabe für Jebediah. Der freut sich auch sehr. Gibt auch zu essen. Gratis quasi. So. Gut, und dann ist das quasi der allerletzte Burn unseres heutigen Livestreams. Dann werde ich mich für heute auch erstmal wieder verabschieden. Denn das wird die Abholung, die werden wir heute definitiv nicht mehr machen. Wir sind nämlich schon ein paar Minuten rüber. Drüber, nicht rüber. Genau, und ich wollte dann auch mal was zum Abendessen und gucken, was meine Frau so treibt auf den Sonntag. Ich hoffe wie immer natürlich, dass ihr eine Menge Spaß hattet beim Zugucken und einen unterhaltsamen Sonntagabend. Die Tonqualität oder Audioqualität vom Mikro scheint ja soweit mitgespielt zu haben, dass keiner schreiend davongelaufen ist. Auch das freut mich auf jeden Fall, wenn das hingehauen hat. Und wir würden uns dann aller Voraussicht nach wiedersehen am Dienstag. Da muss ich mal morgen gucken, ob ich das Safe Game von RSS so hingetüdelt bekomme, dass wir nochmal einen Anlauf mit Yuri haben. Aus dem Rennen bin ich ja quasi raus aufgrund von Pleite. Aber ich würde das gerne nicht alles hincheaten, damit es noch instabiler wird, sondern einfach gucken, ob wir den Wiedereintritt nochmal mit einer vernünftigen Höhe also wir haben jetzt gelernt, dass 50 oder 40 oder was war, keine vernünftige Höhe war, mit einer vernünftigen Höhe, so 70 bis 80 oder sowas, nochmal probieren. Und am Donnerstag geht's weiter mit Hardcore-Körbel und dann natürlich am Sonntag mit Colonization. Solange sag ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Mein Name ist Robert. Und der Nolbi ist jetzt ein Körbonaut. Vielen lieben Dank für dein Follow. Wenn es auch erst ganz zum Ende kommt, deshalb schade, dass es schon vorbei ist, aber ich hoffe ganz viel Spaß beim Zuschauen beim nächsten Stream. Wir sehen uns am Dienstag. Und tschüss.